LASER ist die Abkürzung für Light Aircraft for Science, Education and Research. Wir wollen mit dem Flugzeug mehrere Bereiche abdecken, das heißt also einmal Science, das Flugzeug selber als Messobjekt. Wir wollen zum Beispiel Flugmechanik an dem Flugzeug erproben, wir wollen kleinere Studierendenprojekte an dem Flugzeug durchführen. Dann in der Education, also in der Ausbildung, wollen wir das Flugzeug nutzen, zumindest erstmal als Motivation, dann aber auch um Verfahren an dem Flugzeug praktisch beizubringen und praktisch zu demonstrieren. Und Research in dem Sinne, dass man das Flugzeug als Messgeräteträger nimmt, um zum Beispiel Atmosphärenforschung zu betreiben. Der Mehrwert von dem LASER ist vor allem, dass wir Projekte durchführen können, die wir sonst so nicht durchführen könnten. Wir können selber an dem Flugzeug Modifikationen durchführen. Die einzelnen Fachbereiche können beispielsweise die Flügel abmontieren und daran Umrüstung vornehmen und dann den Flügel wieder ranbauen. Wir können die austauschen, die Flügel. Wir können Messequipment unterbringen. All das ist vorher mit einem gemieteten Flugzeug eigentlich nicht durchführbar. Ich finde es total spannend, dass unser Institut jetzt einen Flieger hat, da das Theoretische, was wir vorher in der Uni hatten, jetzt mal in die Praxis umgesetzt werden kann. Und dann wird das Ganze halt viel greifbarer. Der LASER selber steht eigentlich allen Fachgebieten offen. Das kann auch ein komplett flugfremdes Fachgebiet sein, wenn beispielsweise Luftbildaufnahmen gefordert sind oder sowas, kann man uns ansprechen und man kann dann eine Lösung für so ein Verbundprojekt finden. Momentan ist mit dem Flugzeug ein Projekt bereits am Laufen. Das ist ein europäisches Forschungsprojekt, was das Fachgebiet für Aerodynamik bekommen hat. Die machen dort eine Turbulenzmessung am Flügel während des Fluges. Ich finde halt einfach dieses Gefühl über den Wolken oder ja, einfach diese Freiheit zu haben, total faszinierend.